Ach, ich sage Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wetter und dem dazu passenden Video. Heute am 6. April 2024, es ist 8 Uhr und 45 Minuten. Wir haben jetzt im Moment 19 Grad, keinen Wind, Wolken, Sonne, Mix. So, und ich nehme euch mit, wir gehen ein bisschen auf Reisen. Mal schauen, ob die Einstellung alles so passt. Mikro. Unter der Fahrt, während der Fahrt kann ich das nicht kontrollieren, weil ich keine Möglichkeit habe, aufs Display zu schauen. Ja, heute Morgen stark bewölkt, so langsam reißt der Himmel auf. Wir fahren jetzt hier Richtung Riesenrad und ihr seht auch hier zum Beispiel rechts kommen viele Menschen hier, nicht viele, einige mit den Autos und Fahrrädern an und beginnen dann hier ihre Tour. Am kommenden Donnerstag ist die Möglichkeit wieder nach Las Palmas zu fahren mit Horst Glatte, unserem Reiseexperten, zur Tapasnacht. Wer möchte, kann sich gerne anmelden. Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Wir selber sind eine Gruppe von 10 Personen. Und ja, ich habe ihm den Vorschlag gemacht, das eben auch ein bisschen anzukündigen. Wer möchte, am Donnerstag, es geht so etwa um 16.30 Uhr, 17 Uhr los. Ihr werdet abgeholt an den bekannten und vorgegebenen Punkten. Also nur sagen, wie viele Personen, und dann sagt er euch, wann ihr wo einsteigen könnt. Das ist überall, das ist hier in der Nähe vom Riesenrad, das ist am Golfplatz. Das ist in Meloneras oder in Playa de Ingles, beziehungsweise auch noch in San Agustin. Also, wer möchte, wir fahren jetzt hier aber Richtung Playa de Ingles. Der kann gerne mit dazukommen. Das Ganze für 20 Euro pro Person. Wir haben auch schon mal drüber berichtet. Las Palmas bei Nacht. Wir werden höchstwahrscheinlich zwei Stellen anfahren. Einmal den Markt, den alten Markt in Las Palmas und dann eben die Ecke in der Altstadt. Und man kann da eben auch Tapas essen, man kann bummeln, man kann was trinken, man kann die Altstadt ansehen, also alle Möglichkeiten. Kommenden Donnerstag. Und zurück ist man so etwa gegen, ja, 23 Uhr. Ich gebe euch die Telefonnummer mit dabei. Einfach anrufen über WhatsApp. Ja, 21 Grad hier das Thermometer. So, und das ist jetzt der Übergang von Campo Internacional, Campo de Golf, nach Playa de Ingles. So, wir fahren aber jetzt gleich weiter Richtung Markt, Richtung Strand, Richtung Strandpromenade. Ja, auch der Plan B
immer wieder fragen, ist ein Reiseleiter, Reiseführer, Reisebegleiter. Ihr könnt ihn bekommen bei der Antje. Und am Ende des Videos hänge ich euch ein kleines Beispielvideo mit dabei, was das Ganze ist. Und wir haben ja sehr viele Resonanz, gute Resonanz. Es ist auch eine schöne Geschenkidee, wenn man mal was sucht. Der ein oder andere, der vielleicht jemandem was schenken möchte, Andenken Gran Canaria, die bekannten Touren, die bekannten 20, 25 Plätze auf der Insel. So, wir fahren jetzt hier Richtung Gran Chaparral. Das Wetter seht ihr selber. Durchwachsen würde man sagen. Hier ist das Savade, das thailändische Restaurant. Und einige kleine Bars und Lokale. Und da vorne, da kann man gut Fahrräder, Elektrobikes, Motorräder mieten. Hier im Habitat. Hier geht es links die Straße runter, kurz vor dem Gran Chaparral. Hier werden die Mopeds und Motorräder gerade wieder aufgebaut. Ja, ich habe wieder die große Kamera dabei, die Pocket 3. Die ist etwas schwerer und größer und das bedeutet mehr Gewicht vorne am Brustgurt. Aber es hat sich beim ersten Mal gut angesehen. Ja, heute Morgen kam ja der Nachtrag von gestern, vom Geburtstagsvorbereitung vom Lucky und bei der Conny. Da könnt ihr das komplette Video sehen. Die Feier selber, die Feier an sich. Ja, Mario möchte ja gerne so ein bisschen Tanzen anbieten. Jetzt nicht keinen strengen, großartigen, angelegten Tanzkurs, sondern einfach ein paar Schritte jedes Mal an den Abenden, die er vorbereitet hat. Das ist etwas später dann, so um 21 Uhr etwa. Und gute Laune, Unterhaltung, Spaß, Musik und auch Tanz ist beim Lucky, außer Sonntag und Montag, die Woche über, gute Unterhaltung in der Larifari-Bar. So, wir sind jetzt im Zentrum von Playa de Ingles und ich fahre jetzt mal hier Richtung Markt. Ich werde nicht auf den Markt gehen, nein. So, wir fahren hier Richtung Greenfield. Ja, auch eine sehr unterhaltsame Ecke. Viele irische Bars, Lokale hier. So, und hier beginnt der, hier ist es die Ecke des Wochenmarkts. Hier kriegt man alles und noch ein bisschen mehr. Ob es sich lohnt oder rentiert, das muss jeder für sich selber ausfindig machen. Es gibt auch ein paar
typische einheimische Produkte, das stimmt wohl. Aber das meiste ist identisch wie auf anderen Wochenmärkten. Von den Tischdecken, Taschen, Kleider, Gürtel. Und hier das Hotel Jardín de Atlántico. Auch immer noch eine beliebte Adresse. Viele, die hier auch länger mal Urlaub machen. Ja, die Straße hier ist sehr uneben. Oh, diese Schläge hier. So, jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Und da vorne müssen die Blumen sein. Jawohl. Die frischen Blumen und Pflanzen werden hier auch schon aufgebaut, die Rosen und so weiter. So, mein Ziel ist aber da vorne. Da möchte ich hin. Da ist das Meer, da ist das Wasser. So, ich fahre jetzt und nehme hier mir ganz einfach diesen kleinen Parkplatz hier. Immer wieder schön, der Blick dann aufs Meer. So ein bisschen kommt auch die Sonne raus und ein ganz dickes Wolkenband, also der Sonnenaufgang hier, der war nur ganz kurz. Auch hier sieht man wieder ein Fischerboot direkt vor der Küste. Ja, das Thema hatten wir auch gestern. Oh, da ist weißer Sand dazu gekommen hier unten. Das Fischerboot. Manchmal sind die direkt an der Küste und man sieht die Fische sogar von Land aus. So, das ist die maximale Zoomstärke. Und jetzt seht ihr auch hier den hellen Sand hier unten. Das Wasser ist ja ganz ruhig. Absolut ruhig, das Wasser. So, hier sieht man die Spitze, die Punta de Maspalomas. Ja, erstmal ankommen hier, erstmal. Ein bisschen warm werden.
Da huschen sie durchs Bild, die Jogger und Joggerinnen. Ja, alles noch ein bisschen verträumt heute Morgen. Ich schätze mal jetzt so 22 Grad. Sieht auch gut aus hier vorne, die Spiegelung. Dann da hinten die Wolke und ganz, ganz hinten sieht man wieder Sonne auf dem Wasser. Ja, San Agustin, Playa de Ingles, hier Ende da vorne und dann San Agustin. Dann geht es da hinten bis nach Bahia Feliz. Hier links die Anlage California. Auch noch eine der älteren Anlagen, die nicht komplett renoviert worden sind. Ja, ich glaube, dieses Fischerboot hat sein Netz ausgelegt und zieht jetzt den Kreis, wenn ich das so richtig sehe. Und wird dann wohl das Netz einholen. Oh, jetzt gerade noch mal, weil wir schon den Zoom haben, ein bisschen schwenken. Ja, alles ein bisschen schemenhaft heute Morgen, das ist nicht ganz klar. Aber das ist doch mal wieder ein schönes Bild, oder? So, jetzt höre ich da auf dem Boot jemanden rufen. Ja, heute Mittag vielleicht ein bisschen über das Vermietungsgesetz. Da wird sich einiges ändern. Da kommt Bewegung in die ganze Geschichte. Jetzt möchte ich doch noch mal den Horizont absuchen hier. Da ist nämlich ganz hinten in der Sonne ein Schiff. Mal schauen, ob man das auch sieht, wenn ich das jetzt versuche heranzuholen. Ja, das Vermietungsgesetz, das neue, was man jetzt verabschieden möchte. Das ist doch wesentlich umfangreicher wie angenommen. Viele haben gedacht, naja, da gibt es so 2, 3 Seiten. Nein, das ist wesentlich mehr. So, und jetzt zieht man das Netz, holt man das Netz auch ein. Mal schauen, ob ich dann von hier oben ein bisschen was sehen kann.
ja, weshalb oder warum oder wieso man dieses Vermietungsgesetz ändern möchte oder wird. Ganz einfach, weil alles, was an Wohnraum zur Verfügung steht, touristisch vermietet wird. Und dafür fehlt es denn an allen Ecken und Enden für die, die ganz hier leben wollen oder müssen. Man hat so zum Beispiel auch dann festgelegt, dass der Wohnraum pro Person, ich glaube, für eine Person knapp 40 Quadratmeter sein muss. Und bei zwei Personen 46, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und so weiter. Und dass ab drei Personen oder vier Personen zwei Bäder sein müssen. So möchte man das unterbinden, dass alles auf kleinen oder zu kleinem Wohnraum umfunktioniert wird. Ja, mal sehen. Und dann war ja auch der Gedanke, Preisobergrenzen zu machen, was auch gar keine verkehrte Möglichkeit ist, dass man sagt, so viel Quadratmeter, der Preis, um das ein bisschen unattraktiver zu machen. Aber wie gesagt, wir müssen das ja so hinnehmen, wie das dann kommt. So, der Morgenspaziergang heute hier. Ich bin ja unterwegs. Ich werde schauen, ob ich die kompletten Unterlagen in Deutsch bekomme von dieser Geschichte und vielleicht dann auch teilweise mit Anhängen an die Videos. Ja, da holt man das Netz jetzt ein. Mal sehen, ob wir was sehen. Ob das vielleicht auch was mit dem Wetter zu tun hat, weiß ich nicht. Dass die Fische, meine ich, jetzt hier so nah am Ufer sind. Also manchmal konnte man das vom Strand aus erkennen, das ist auch mir aufgefallen. Ja, der Blick schön jetzt von dieser Seite aus Richtung San Agustin, was man deutlich erkennen kann, ist die Anlage Montevideo, die am Hang gebaut, und das Don Gregory, das Hotel. Das Schiff dreht sich gerade weg, deswegen sieht man hier nicht viel.
Ja, schade, dass es jetzt genau die andere Richtung hat. So, und hier vorne ist auch ein Schwimmer im Wasser. Mal schauen, ob man den... Nein, der ist... Ja, schade. Ganz glatt das Wasser, überhaupt keine große Wellenbewegungen. Ja, heute Mittag weiß ich noch nicht, wo es hingeht, die Realität. Das ist noch offen. Kann ich euch noch nicht sagen. Übrigens, hier ist der Weg, der zum Strand runterführt. Über diese Treppen muss man dann gehen und ja, nicht geeignet für Gehhilfen. So, jetzt können wir noch mal zu dem Boot schauen. Es dreht sich gerade wieder ein bisschen. Ich versuche es ganz einfach mal mit Zoom. Ob da was rauskommt, das werden wir dann sehen. So, das ist die maximale Zoomstärke. Bei mir angezeigt mal 4. Vielleicht kann man dann am Abspielgerät ein bisschen mehr erkennen. So, und damit möchte ich dann auch meinen kleinen Rundgang hier langsam beenden. Ja, schön hier. Muss nicht immer Maspalomas sein. So, ich nehme euch dann auch noch ein bisschen mit bis zum Hotel Parque Tropical. Ja, jetzt sehe ich das Boot gerade eben noch mal hier von der Seite, aber es ist nicht viel zu erkennen.
Ja, hier geht es wieder auf die Avenida Madrid für diejenigen, die das hier suchen. Ja, der Himmel sieht nicht schlecht aus, aber weiter hinten dicke Wolken. Wir werden ja noch ein bisschen was sehen. So, die Einstellung kontrollieren, Mikro müsste passen. Ja, hier vorbei an den Apartments in der ersten und zweiten Strandreihe. Ja, nochmals bedanken möchte ich mich recht herzlich für die vielen Gäste und die Süßigkeiten aus Bremen. Ja, da habe ich mich richtig gefreut und habe sie schon probiert und die sind wirklich gut. Also vielen lieben Dank dafür. Sehr viel Freude gemacht auch gestern wieder. So, hinter mir kommt ein Bus. Das ist aber einer von der TUI, wie sich's im Rückspiegel zeigt. Ich werde ihn auch gleich ziehen lassen. So, hier vorne ist der Busbahnhof, da ist der Knotenpunkt und da geht es in viele Richtungen der Insel. Hier kann man also umsteigen, einsteigen, zusteigen oder dann eben auch so eine kleine Inselrundfahrt machen, wenn man das dann möchte. So, und die anderen Busse, die halten hier, das sind die Zubringerbusse. Und ich mache da vorne dann das Ende des Videos mit Blick in die Berge. Hier habt ihr nochmal einen kompletten Überblick, wie sieht's aus, das Wetter. So, und mit diesen Aufnahmen, da möchte ich mich verabschieden und sage hasta luego, bis später zur Realität.